Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur FTL Captain's Edition. Wir fangen ein neues Spiel an. Gucken mal. Was können wir da mal nehmen? What the heck? Schönen guten Abend, Astalak. Was macht das Ding? Big Bomb reloads, deploys smaller than reloads and deploys slower than small bomb launchers, but does more damage. Könnte das mal ausprobieren, ob das Ding so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, nämlich Shield Piercing 1, also wir kommen, das heißt, wir kommen auch nur durch einen Shield Bubble durch mit dem Ding, wenn wir dann Q beschädigen wollen. Boah, was so. Anti-personal scatter laser pierces hull but cannot damage shields, structural integrity or deplete shields. Ja, es geht ja auch nur darum, ob er durchkommt, ob man also noch zusätzlich Schaden verursachen kann bei bei den gegnerischen Rekruten, Gedöns, Mitarbeitern. Gott, wie heißen die denn? Nicht Seeleute. Ihr wisst schon, die. Slugs, Moment, gucken. Anti-personell-Laser, Anti-Bio-Bomb. Ja, sieht ein bisschen so aus. Das Problem ist, die können ja sonst nichts. Also, ich meine, die können es, aber sie selber nicht. Telepathic Powers, Rooms Immune to Mind Control. Ich meine, das wäre auch eher eine Unterstützungswaffe. Wir würden ja mit unseren Leuten den eigentlichen Job machen. Cool, ja, einfach mal aus. Socialize, Mentor School, wie geht's euch? Gets to kill a fully sentient being. Gets to kill a fully sentient, okay, also nicht nur half sentient. It seems to be worryingly eager to do so. Ja, das ist okay. So, also du noch da, du noch da. Du nach. Das ist ja wieder eins von diesen Schiffen, wo man keine komplette Ausrüstung hat, weil warum auch? Enough power, okay. Okay. Na gut, dann fliegen wir mal los. Also, wir haben ein Chip. Power up the Weapons, können wir machen. Mal gucken, ob wir das. Hat der einen Laser und noch einen Laser? Okay, das war schon mal gut. Sind das nur die zwei Leute? Sieht so aus. Gut. Das lief hervorragend.
Ich muss schon da hinklicken. Distress. Coming from a heavily guarded mining platform, unhappy employee has sabotaged the drone control. Industrial beam drones run amok. Heavy NG fixed the control system. Your versatile NG crew member regains control and alles ist gut. Okay, wo müssen wir hin? Wir haben 9 Sprünge Zeit. Kommen wir da? Da kommen wir natürlich nicht durch. Kommen wir hier durch? Ne, wenigstens kommen wir hier durch. Also 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das würde gehen. Okay, machen wir es so. Hello, travelers. Your ship seems to be outfitted for combat. Listen to the offer. Got a tip from the space marshals. A well-known fugitive will be passing through our systems, but we don't have the firepower to take him down. Ja, dann lass das doch die Space Marshals machen. Ist das nicht deren Job? Will you intercept his ship once it passes by? He's wanted dead or alive, although alive pays better. Okay, schauen wir mal. You bring the ship into an attack position near the beacon and wait. Okay, na gut, also somit ist mein Plan, was die Jumps angeht, schon mal hinfällig. The criminals take their sweet time to arrive. You are about to reconsider this job when you detect a faint ripple in the FTL plane. Ja, ja. This must be your target. Time to strike. Okay, wir sollen den lebend, das weiß ich jetzt nicht, wie das gehen soll. Ach, wahrscheinlich, dass er sich ergibt, wa? Und ich meine, seine Crew werden wir jetzt killen. Da wird er dabei sein, vermute ich mal. Oh, 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 oh. Ei. The pirate goons have been killed and the ship no longer offers resistance. You sent in a salvage crew. Search. Ach, der war gar kein Crewmember. Okay. Also kein, ne? Search the ship. Surprisingly, the fugitive pirate has survived the battle. Na gut, wenn er nicht in dem Waffenraum war, warum denn nicht? Probably because he was cowardly hiding in an armored storage container. You turn him in and receive a cut of the bounty. We threw a little something ourselves. We threw in a little. You made our trade lane a lot safer. Hull repair drone. Thank you. Habe mir schon immer gewünscht. So ein bisschen wie eine Krawatte zu Weihnachten. Was ist denn hier? Hast du das geregelt oder? Ja, gut. Okay, aber wir haben genug dafür. Und so, die sind jetzt schneller. Also lassen wir das aus und springen gleich nicht. Oder reicht das noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Würde, wenn wir direkt dahin fliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind wir außerhalb? 7. Ja, es würde gehen. Okay. Schönen guten Abend, Nicodemus. Consider upgrades. Warum denn nicht? You order a crew meeting and get opinions. But whatever you do, fitting the ship like this will most likely be time consuming. Yeah, yeah. Ammo consuming weapon. Ach ja, unser NG macht es nicht. Ja, ja, unser NG macht es nicht schneller, der macht es nur billiger, ne? So war das doch. Dass ich das. Da habe ich ja letztes Mal schon Leute verloren. Deswegen Social Valizen war nur. Und Conversion mit um NG. NG Kumim has some kind of mechanical disease. What? Okay. Die sind aber keine mechanical beings, oder? Translation failure present. Okay. Infection risk for your species 2.45%. Das kann eine ganze Menge sein. Caution advised, machen wir.
Du bist hier gedistanced in dem Raum. Quarantined. Und die Mente sind eine andere Species, die interessiert das nicht. Obwohl, vielleicht hat er die gemeint. Das sind ja die einzigen anderen an Bord. Also was habe ich gesagt? Hier lang, hier lang. So. Okay, you receive hail from a small station. In accordance with general system law, we identify ourselves as rebel occupied and no longer friendly. We have identified you as a prime target in return and will commence the attack now. Ish. Okay. Also meine Uploadrate ist konstant. Ich hoffe, dass nur du es bist. Sie ist. Also ich würde sagen, von meiner Seite scheint es zu funktionieren. So, wo ist dann. Wir haben hier irgendwie Besuch. Wo sind die denn? Da. Ey. Du habt einen rübergeschickt, jetzt ehrlich? Okay. Dass es nicht einreißt. Oh ja, ich sehe gerade. Ja, das Network hat ein paar Frame Drops. Okay. Okay, 4%. Nicht wenig. Ja, aber ich fürchte, da müssen wir hoffen, dass Twitch das in den Griff kriegt. Ich meine, ihr könntet für den Fall, dass es zu sehr ruckelt, eure Qualität des Streams etwas verringern. Da müsste es unterhalb von den... ...720, 30 FPS müsste es noch nicht. Nehmen wir mal an 480 wird es noch geben. Oder vielleicht heißt das hier bei Twitch auch anders. Also theoretisch könnte das helfen. So, ist denn jetzt. Du bist Pilot, ne? Nee. Wer ist denn hier? Du, komm mal. Ach, sag mal. Okay, jetzt lösen wir mal ein Engie, lass den mal in Ruhe, ja? Das ist ja, also früher, ich meine, viel. Autsch! Okay, da müssen wir jetzt mal doch was gegen die Waffen machen, hilft ja nichts. Aber das Spiel will mir andeuten, da ist ein Feuer, oder? Okay, also diese Typen gehen mir ja hier so tendenziell so ein bisschen auf den Senkel, gegen die wir hier kämpfen müssen. Thank you.
tun sie einfach nur kaputt. Okay, die nächste Bombe bitte dahin. Okay, so. Jetzt sind wir aber auch alle mittelmäßig sauer. Und ihr, du reparierst mal das. Du reparierst mal das. Und ihr beide teleportiert euch mal hier hin. Und bringt diese Facker um hier. Na also. Mein lieber Mann, waren die lästig. Noch kurz. Obwohl, du musst nicht geheilt werden. Okay, das war ein teurer Spaß. Und wo ist das Problem? Wir haben keinen Strom. Okay. So, this is nothing personal, but we're under orders. Okay. Clone Bay. Geduld haben und hoffen, dass wir so lange nicht allzu viel Schaden nehmen.
Das waren doch nicht alle? Ich wollte gerade sagen. Okay. Gut. Alles wieder halbwegs heile. Sieht so aus. Okay, so langsam könnten wir mal einen Shop gebrauchen. Scout the Sector, vielleicht ist ja hier irgendwo einer. Jo, da kommen wir aber nicht hin. Können wir sie auch noch? Nee, wir können sie nicht auch noch. Bitten sie zu verlangsamen. Ach, dieser eine Doppelsprung, der kostet uns jetzt. Na gut. Dann endet dann, wenn ihr guckt, ihr receive a transmission und per stay out of this fight and make it worth your while. Ja, danke. Jupp. Ja, müssen hier weg. Müssen hier weg. Antique Long Range Jump Note, okay. Engage the station. Ignore the station. Pirate Haven oder Mantis Invasion Fleet Gamma. Immer lieber Pirate Haven. Mantis haben wir schon genug. Wahrscheinlich wäre es besser, dahin zu fliegen, weil wir dann mit denen kommunizieren könnten, aber wahrscheinlich wollen die uns eh alle nur umbringen. Fuel haben wir genug. Our consuming weapon. Engine crew. Okay. I've been ready to pity you, but ships coming from a nearby pirate stronghold. Offer to refill their ammunition supplies. You produce a few warheads with materials the civilians provide. They offer some additional scrap of stacks. Okay, na, besser als nix. So, und Shop, liebes Spiel. Oder High Repair, irgendwas. Produce something on the ship. Das habe ich noch nie gemacht. Mal gucken, wie viel wir bauen. Minus 20. Und wie viel kriegen wir dann? 12! Okay. Das ist okay. So, wo kommen wir hier durch? Hier kommen wir durch, okay. Ei, 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 ei. Thank you.
Wann müssen wir die Kuh sehen, damit wir Schaden machen können? Wahrscheinlich, ne? Ach, da habe ich hier noch gar nicht geguckt. Was haben wir denn hier? Shotspot, Anti-Personal-Laser. Okay. Dann kümmern wir uns gleich drum. Das Ding ist kaputt. Da können wir dann eigentlich... Dann werden sie es jetzt reparieren. Dann schicken wir da noch eine Bombe hin. Ausweichen. Ja. Okay. Der Glowy, na. Sultan, ja, die sind nervig, weil die. Machen sie 30 Punkte Schaden oder 15? Also, es ist auf jeden Fall signifikant. Da habe ich mich auch schon mal sehr überraschen lassen. Wenn die in die Luft fliegen. Also, sie machen selber keinen Schaden, aber wenn sie sterben, machen sie Schaden. Das ist wirklich lästig. So, hier lang. Kommen wir nicht durch. Hier, eins, zwei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist besser. So, aber wir brauchen trotzdem einen Shop. Explore the Asteroid Field, da wird es kein halbe Pair geben, nehme ich mir sicher. Fuck it. Ach Gott, das wird... Oh Gott! Okay, das ist nicht mein... Ach so, das Schiff war kaputt, jetzt sind wir nur unseres. Ja, okay, ich verstehe das Problem. Okay, du erstickst langsam. Okay, jetzt nicht mehr. Hey du. Komm mal her hier! Ein Store, Gott sei Dank. Los hin da. Los hin da. Gut. Ah, okay. Kriegen wir dann besseren Deals? Probieren wir mal. Use your contacts to the underworld to facilitate trading. Your crewman's personal contacts and your ship's reputation. Okay. Open up some doors here. The trader reveals that he actually has access to cargo container and offers to quickly buy some of your hot goods. Buy some looted goods. Das kostet wieder Zeit, lassen wir mal. Titan Missile Battery, die sieht aber sparsam aus.
Okay, das ist auch schon nicht mehr. Okay, der macht weniger Crew Damage, schießt dafür dreimal und kommt durch zwei Schilde durch. Den könnten wir eventuell mal einsetzen. Okay, wenn wir schon mal hier sind. Verkaufst du keine? Wieso verkaufst du eigentlich keine? Ich dachte, naja, das ist offensichtlich Vanilla. Ich glaube, im Vanilla-Game war das so, oder? Dass man das fehlende, also wenn Sensoren gefehlt haben, dass man das definitiv kaufen konnte. Aber vielleicht war es einfach nur eine höhere Chance. Naja, das ergibt keinen Sinn, dann müsste ja jeder Shop das haben. Nee, das kann so nicht gewesen sein. Das war wahrscheinlich einfach nur meine Wahrnehmung. Okay. Gut, bessere Dings. Das ist okay, das ist okay. Ein zweites Waffenteil wäre nicht schlecht. Mit Waffenteil meine ich... Ist natürlich Weak System, deswegen kostet es mehr, aber ich meine, warum nicht? Okay, also wir haben wie viele Sprünge? Drei. Also den können wir machen, den können wir und den. You, ich bin looking for you. Yes, yes, exactly for you. Let's get it on. Okay. Ach du liebe Scheiße. Also, das sieht mir nach einer ganzen Menge Unbehagen aus. Deswegen würde ich sagen, machen wir in jedem Fall das. Und außerdem... Das, wir müssten sie schnell genug zurückkriegen. Aber gegen zwei, das schaffen wir nicht. Okay. Nicht in der Healing Bay. Was wir jetzt machen könnten, wir... Ne, wir müssen erstmal... nicht treffen. Gut. Wo sind meine Schilde hin? Okay. Bitte Big Bomb treff. Jo, okay. Gott, wie lange... Hallo? Okay, dieser Beam gefällt mir nicht. Und das Resisting gefällt mir auch nicht. Es gefällt mir hier eine ganze Menge nicht. Okay, Gott sei Dank. Ein lieber Mann.
repariert das. Meine Güte. Falscher Raum. Okay. Ey, Freundchen, nicht so schnell laufen. Ich kann dich nicht anklicken. Ja, du bist doch voll. Okay. Aus, an. Accuser, Dr. Displanet's main gateway station, contacting a secure channel. It's a smiling pirate lady in a ragged uniform appears on the screen. Hey, Fat Cap, it's you. I've heard you are visiting our great sector. Yeah, that is so nice of you, because you are not part of all this petty little rivalries we have going on here. You'll be useful. Yeah? So before we even consider opening fire on each other and dancing the dance of death, I'd love to propose a deal. It's super simple. You go out there and murder the hell out of the Purple Tentacles clanlord. In return, you get rich. Just make sure you do not mention to anyone that the Claret Skull sent you. Maybe we just take you out instead? Okay. Keine Ahnung, wer die Purple... Oh, Deal, warum nicht? Questmarker. Next Sector. Okay, na, das ist weit weg. Genau genommen einen Sprung. Nee, gut. Move and examine the station. Und wir kriegen ein bisschen Supplies. Central Zone. Nicht mehr so viel Fuel. Brauchen nichts. Wir können socialisen. Whatever. Ja, wenn ich das Geld habe. Obwohl der zweite Schild kostet nicht so viel, ne? Moment. Motley Repair, sehr gut, okay. Was kosten die erste? Kostet 50. Ja, die können wir uns jetzt leisten. Ich habe bei Schild Upgrade immer 100. Ja, stimmt, kostet 100, wenn wir die Power auch noch brauchen, okay. Aber die 100 haben wir ja jetzt. Wollen wir sonst noch irgendwas? Waffen? Nee, wir machen das per Hand, also können wir ruhig... so machen. Ich meine, jetzt müssen wir zum Store nicht fliegen oder haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Theoretisch ja. Aber dafür extra einen Umweg fliegen, wo wir sonst nichts zu tun haben, lohnt auch nicht. Also fliegen wir nach... Da ist die Quest. Dann fliegen wir erstmal dahin. Ich meine, wir könnten unsere Hülle reparieren, aber die paar Punkte. Ja, wo zur Hölle sind sie? Ich sehe sie nicht. Seht ihr sie? Die müssen irgendwo sein. Da. Okay.
Das Ding hat wieder kein... Okay. Die Schiff ist echt unglücklich gebaut. Also das ist der Engine Room. So, wir wollen euch jetzt hier... Seid zwar nicht voll, aber das soll mir egal sein. Hier irgendwas? Nope. Okay, nächster Sprung in den Nebel. Gespannt. Wir können die Claret Skulls verraten, das ist ja lustig. You arrived near the home planet of the Purple Tentacles. The commander of the Claret Skulls wants you to take out their leader, but you realize that you might be in over your head here. Anti-ship batteries line the planet's orbits. Das klingt nicht gut. You spot the pirate's flagship docked at a small trade outpost. Ja, komm, probieren wir es aus. Ja, das war nur so eine mittelgute Idee. Gut. Okay, ja, das. Das ist ein bisschen viel. Okay, lustig. Thank you.
Komm, da schaffst du. Ist natürlich repariert. Fuck it. Okay, ich fürchte, der Treffer killt uns jetzt. Aber so viele Leute kann er nicht mehr haben. Okay, hat keinen Schaden gemacht, okay. Wo? Okay, schade. Ah, wir haben ihn gekriegt. Okay, naja, unentschieden. Naja, gut, nicht wirklich. Er hat noch nicht wirklich Schaden genommen, aber gut. So viel dazu.